Andrew, wie soll ich meinen Angriff starten? Du bist nicht mal zurecht hier im Halbfinal. Dich hat doch LWSR, dieser Keck besiegt. Dein wahrer Enemy ist doch der BMI. Du bist recht beliebt, warum? Folgendermaßen. Hörer sind simpel, sie folgen der Masse. Doch mir bluten die Ohren bei deiner schmerzhaften Melodik. Und fällst du auf die Fresse, es ist Erdplattentektonik. Wo hast du denn den Kinderjoke mit Gio ausgegraben? Hast mir ausgelutschte Lines als Kilos auf der Waage. Doch ich will nicht nur mit dieser Art von Punches treffen. Denn er hat doch nicht nur körperlich viel Angriffsfläche. Dein Feature, Darkness, wurde zu deinem Teampartner. Alles ging so schnell, sag mal, ist er jetzt dein Liebhaber? Hey, ist schon okay, dann werd ich halt ein Team zerschlagen und bescher den Faggots ihre zweite Niederlage. Danke, LWS. Jetzt muss ich für die zwei einen Part rappen. Wollen Crown battlen, aber schaffen keine Part-Treppen. Denkt, der sei cool, doch sieht aus wie ein Sack Greis. Glaube, da hat fast deine Schularbeit mehr Punchlines. Denkst, du kannst flowen, doch bist kaum im Takt. Willst King werden, doch merkst, dass der Crown nicht passt. Dieses Battle ist wie Schwachsinn gegen Scharfsinn. Du spammst rum im Discord, weil dich sonst keiner wahrnimmt. Ach, und Darkness, schluck doch mal eine Baldrian-Pille. Wer außer dir wird so mit einem Gymnastikball chillen? Der eine stimmt für mich und der andere will mein Fan sein. Danke für die Blumen, ihr seid trotzdem talentfrei. Schon beim letzten Battle hat er das Datum verpennt, weil er beim Wort frisst nur an Nahrungen denkt. Man sieht ja, dass sich eure Chromosome stacken. Wegen Leuten wie euch gibt es homophobe Menschen.